Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Ostseeküste. Ja, wir haben ja gestern soweit die Ernte jetzt erstmal abgeschlossen. Wir haben das ja gestern im Video eigentlich alles fertig gemacht, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Und ja, Maschinen habe ich jetzt schon mal alles weggeräumt wieder. Alles zum Hochgefahren. Jetzt habe ich hier den 700er mit der Ballenpresse hinter. Und wir werden jetzt mal ein bisschen was an Stroh pressen. Wir haben ja ein paar Felder über, ne? Es sind ja ein paar Felder zu pressen, wo wir Stroh haben. Eigentlich ja vier Felder jetzt, ne? Zwei etwas kleinere, ein großes, ein ja mittleres, sag ich mal, oder mittelgroßes Feld. Was wir jetzt erstmal, ich sag mal, heute morgen, denk mal, in den Folgen machen werden. Ihr seht jetzt halt ein bisschen ans Pressen gehen, ne? So. Oh, jetzt habe ich. Ich habe jetzt nicht geguckt. Hundertfünfzig will ich sagen. Ja, das hat mich gerade rausgebracht wieder. Ach so, und zwar da hätte ich eben ein Stückel zurückfahren sollen. Ja, ich muss mich auch erstmal wieder einfuchsen hier mit der Presse. Die Pickup ist ja hier auch ein kleines bisschen kleiner. Und das den Höfchen nehmen wir auch noch mit, was wir hier hingeworfen haben. Und zwar habe ich eventuell auf der Landersumme einen Fehler gefunden. Wieso das Spiel am Samstag war das, ne, abgestürzt ist, zweimal. Ich kann den Fehler aber so nicht beheben, sage ich mal, ne? Und zwar werde ich dann höchstwahrscheinlich auf der Landesumme noch mal von vorne anfangen. Ich werde mir den Spielstand aber so hinstellen, wie ich ihn jetzt hatte, ne? Dass wir denn, wenn wir das nächste Mal auf der Landesumme unterwegs sind, dass wir da denn weitermachen können. Ich habe auch keinen Bock, komplett von vorne anzufangen, die ganze Ernte nochmal zu machen. Habe ich jetzt auch echt keinen Bock. Aber ich habe halt Bock, auf der Lande so ein bisschen zu spielen. Oder auch noch mitzuspielen, ne? Und deswegen werde ich mir den Spielstand, so wie er war, denn herrichten. Ich habe ja nicht großartig was gebaut, ja, auf der Landesumme, also von daher ist das nicht so das Problem. Es ist nur, ja, ein bisschen aufwendig halt wieder, ne? Schon allein wegen den ganzen Autodrive-Kursen. Das wird noch ein bisschen Zeit fressen, die wieder alle einzufahren und, ne?
Aber ja gut, wie gesagt, das wird ein bisschen dauern. Dann ist das halt so, ne? Drescherfahrer war hier aber wirklich ein bisschen betrunken, ne? Ja, gut, ich muss aber auch sagen, die Pickup hier von der Rundbahnpresse ist etwas schmal. Also wenn die Bahnen ein bisschen breiter sind, dann kriegt er das nicht ganz so mit, selbst wenn man hundertprozentig mittig rüberfährt, ne, dann wird das nicht ganz so, ne. Bleibt immer ein bisschen was liegen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Naja. Wie gesagt, ja, mit der Landesumme, das ist schon ein bisschen doof, ne. Aber wir werden heute Abend noch mal wieder auf die Kandelin gehen. Ich will nämlich heute Abend noch wieder streamen. Und da werden wir, wie gesagt, noch einmal auf die Kandelin mal wieder gehen. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Ist ja nicht so, als wenn wir nichts zu tun hätten, ne? Auf unseren ganzen Karten. Habe ich gestern Abend nämlich, nachdem ich mit dem Jungs auf der Dings fertig war, bin ich nochmal auf die Kante liegen gegangen, habe dann nochmal ein bisschen was fertig gemacht, sage ich mal so ein kleines bisschen, wo wir da stehen geblieben sind beim Kalkfahren. Ein, zwei Ballen, wenn die noch zusammenkommen, aber nicht so viele, ne? Guck, ich denke mal, das Feld werden wir wahrscheinlich in der Folge auch noch schaffen. Mal schauen, welches wir dann angehen werden. Ich werde dann auch auf der Landesum auch die Felder wieder so bestellen, wie wir sie jetzt haben. Weil angesiedelt haben wir ja noch nichts gehabt. In dem Sinne. Dass ich die Felder dann halt schon bearbeitet habe, die ich bearbeitet habe und, ne? Damit ich da nicht dann wieder alles machen muss. Da ich auf der Landesum auch jedes Feld pflügen muss. Mal schauen, ne? Muss ich mal in das jetzige jetzt hier Datei noch mal reingucken, welches Feld was war. Oder was auf welchem Feld drauf war oder ist. Wie gesagt, dann muss ich das alles noch mal einmal
dementsprechend. Ne, so fertig machen dann. Papa sind es geworden, ne? Was sind wir hier? 2, 4, 6, 8, 9. Einen kriegen wir auf jeden Fall noch. Dann sind das 10, ja, 11, vielleicht 12 Ballen, ne? Bis jetzt ist er so ganz gut gehauen. Ne? Der eine Ball hat den anderen Ball noch nicht weggekickt. Ist auch manchmal der Fall. Wenn wir das fertig haben, das Ballen pressen und sammeln, dann werden wir uns erstmal mit den beiden Feldern beschäftigen, wo dann Raps sein sollen. Ne? Habe ich gestern gesehen, gestern Abend noch auf Instagram. Es soll für die Ostseeküste nochmal ein Update kommen. Aber man braucht keinen neuen Spielschein anfangen. Das wäre es ja jetzt auch normal, ne? Den hätte ich es nicht gemacht. Also beim besten Willen, den hätte ich es auf jeden Fall nicht gemacht. Noch ein paar kleine Fix und sowas. Hier und da sind wohl nochmal so kleine Fehlerchen. Ich glaube auch die Krone-Anhänger haben so einen kleinen Fehlerchen, glaube ich, noch mit drin. Irgendwas hatte ich da gestern noch schon gelesen auf Insta. Ja, wir kriegen doch keinen 12. Ball mehr raus hier, ne? Ne, wird doch nichts mehr. Ja, dann fahren wir halt auf die zweite Wiese rauf. Komm, dann werde ich den Ballenzähler gleich nochmal zurücksetzen, ne? Wie gesagt, dann werde ich mich dann heute Nachmittag auch schon ransetzen an der Landesum. Wie gesagt, ich werde noch mal gucken, Felder, was jetzt wo noch mal drauf war. Und dann werde ich das dementsprechend auch, ne, gleich fertig machen und so. Wie gesagt, ist doof, aber ich, ja, ich kriege die Fehler so nicht mehr weg, weil, ich sag mal so, ich weiß auch nicht wirklich, was das für ein Fehler ist. Ich habe zwar gesehen, dass ich da 2, 3 Fehler drin habe. Ich frage mich zwar, wo die herkommen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil die Mods sind eigentlich alle aus dem Mod-Hub. Vielleicht 1, 2. Aber diese 1, 2 Mods habe ich auch auf anderen Karten. Zum Beispiel auf der Kandelin. Oder Ostenwalde. Und da ist kein Fehler, ne? Also ja, deswegen muss ich da
werde ich da nochmal neu starten und dann nochmal gucken. Ne? So, fangen wir hier an? Ja, wir fangen mal hier an. Ne? Gut, meine Lieben, ich habe auch gesehen, dass wir am Ende angekommen sind. Denk mal, ich werde hier schon mal ein bisschen anfangen, damit wir beim nächsten Mal halt nicht ganz so viel ist. Ne? Und ja, ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall auch riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.